So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Handballfreunde, ich darf Sie wie immer hier in der Victor's Lounge recht herzlich begrüßen und bitte dann kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Ja, heute war das Nachholspiel vom 20. Spieltag in der dritten Liga Staffel Südwest. Ja, und der Gegner hieß MASG Friesenheim Hochdorf 2, also der Unterbau von Friesenheim, den Zweitbundesligisten. Ja, und die HG bedankt sich heute bei 1105 Zuschauern. Vielen, vielen Dank wieder für das Freitagabendspiel. Ja, die Gäste führten ganz am Anfang 1:2 und dann zog kontinuierlich die HG weiter vom 4:4, 5:4, 6:4 bis zum Halbzeitstand. Der war dann 19:12 und dann, wie gesehen, der Endstand 34:29. An dieser Stelle, wie immer natürlich, fragen wir die beiden Trainer und dann darf ich natürlich vorstellen den Gästetrainer, zu meiner Rechten Gabriel Schmid. Herzlich willkommen. Und natürlich von unserer HG Philipp Kessler. Ja, gebe ich gleich das Mikro weiter an Gabriel und er kann uns erklären, wie er heute dieses Spiel gesehen hat, wie sein Fazit ist. Bitte schön, Gabriel. Guten Abend von meiner Seite. Vielen Glückwunsch zum Sieg. Verdammten Sieg. Ich will mich erstmal bedanken bei den allen Zuschauern, die heute da waren, weil wir haben nicht die Möglichkeit, jedes zweite oder jedes dritte Wochenende vor so vielen Zuschauern zu spielen. Und ich glaube, das war für uns auch so ein kleines Highlight. Weil ich bin überzeugt, dass jeder Spieler spielt bestimmt um mindestens 10% mit mehr Engagement vor so vielen Zuschauern, wie wenn es in der Halle leer ist. Zum Spiel, ja klar, uns war sicher, war ich überzeugt, dass von eurer Seite kommt nach dem letzten Ergebnis eine Reaktion. Die habe ich direkt gesehen, schon bei Wahrmachen, die manche war sehr fokussiert. Das haben wir uns so dafür vorbereitet, die ganze Woche. Wir haben ein großes Ziel gehabt. Wir wollten unseren jungen Spielern im Tor helfen mit der Abwehr, welche ist uns eigentlich nicht gelungen, die ganze Halbzeit, dass die ins Spiel zu kommen. In Angriff wollten wir mit Tempo spielen, wo ab der 10. bis in die 20. Minute waren wir unter großem Druck vom Gegner, muss man auch sagen. Dann lassen wir ein paar Freie liegen und dann gehen wir mit minus 7 in die Kabine. Wir haben versucht, die Jungs ein bisschen zu beruhigen, ein paar kleine Tipps geben, ein paar kleine Änderungen und das hat sich in der zweiten Halbzeit geändert. Ich glaube, wir haben in der zweiten Halbzeit sehr vernünftige Handball gezeigt, auf unsere Verhältnisse. Ja. Und da, glaube ich, haben wir mindestens für die zweite Halbzeit guten Eindruck hinterlassen und dass es euch auch Spaß gemacht hat, nicht nur von der Leistung von der Heimmannschaft. Also nochmal Glückwunsch. Vielen, vielen Dank, Gabriel, für deine Analyse. Und dann gebe ich gleich das Mikro weiter an Philipp. Wie ist heute dein Fazit? Ja, erstmal danke, Gabriel, für deine Einschätzung. Zunächst mal bin ich froh, dass wir die zwei Punkte hier behalten haben. Hochdorf, weiß jeder aus der Vergangenheit, war nie so ganz einfach für uns. Spielen oft auch mal mit ein bisschen offensiveren Halbverteidigern. Damit hatten wir in der Vergangenheit auch unsere Probleme. Nach der letzten Woche haben wir sicherlich einiges aufzuarbeiten gehabt, weil wir mit dem Spiel in Niederroden nicht zufrieden waren, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Das hat man in der ersten Halbzeit gemerkt. Wir hatten da ganz gute Griffigkeit, auch in der Abwehr in vielen Situationen. 12 Gegentore. Es sind noch zwei, drei Bälle, die wir mehr haben müssen. Ja, dann glaube ich, haben wir mal eine Halbzeit mit einstelliger Gegentoranzahl. Kommt bei uns nicht so oft vor bei unserem Spiel. Was öfters vorkommt, sind dann doch die 19 Tore in der ersten Halbzeit. Das ist mittlerweile zu Hause auch schon der Durchschnitt. Daher bin ich damit natürlich zufrieden. Aber ganz klar, wir haben uns in der zweiten Halbzeit nicht so ganz clever angestellt. Das muss ich sagen. Das hätte ich einfach von den Jungs erwartet, dass wir in jeder Situation die gleiche Überzeugung haben. Gleichzeitig hat es natürlich Gabriel mit Hochdorf-Linus gut gemacht, im 7 gegen 6 nachher umgestellt, haben das clever ausgespielt, da waren wir in der Summe ein bisschen zu passiv. Vielleicht haben wir an einer Stelle auch die Körner gefehlt, noch ein paar Meter mehr zu machen.
Das müssen wir besser hinbekommen und hier auch deutlicher gewinnen, finde ich. Aber trotz allem ist jetzt, glaube ich, der 10. Heimsieg. Wir haben sehr souverän gewonnen hinten raus. Ja. Hochdorf kam nie dichter dran nach als 5 Tore. Damit können wir auch zufrieden sein. Aber nächste Woche jetzt gegen Wetzlar wissen wir, das wird auch nochmal ein ganz hartes Stück Arbeit. Haben wir was gut zu machen aus der Hinrunde. Und das ist auch unser Weg, den wollen wir weitergehen. Und ich bin mir sicher, wir werden auch in der nächsten Woche nochmal eine noch griffigere Abwehr sehen. Danke. Vielen Dank, Philipp. Und wie er schon anspricht, könnt ihr dann notieren, das nächste Heimspiel gegen Dudenhofen Münchholzhausen. Dann kann ich noch erwähnen, vielleicht die Topscorer. Natürlich war wieder ärgerlich, der Live-Ticker ging wieder nicht heute. Aber ich habe notiert auf Seiten von Friesenheim-Hochdorf die Nummer 15, Luis Meyer mit 6 Treffern. Und auf Seiten unserer HG die 37, Tom Petto mit 9 Treffern. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch weiterhin einen guten Appetit. Bleibt noch ein wenig in der Halle. Ein Gästetrainer, kommt gut nach Hause in die Pfalz. Tschüss und auf Wiedersehen.